Wolfgang und Beate Hebenstreit wohnen in Mahlsdorf. Beide sind Rentner. Letzte Woche kam der Bescheid vom Finanzamt zur Grundsteuer. Es wird deutlich teurer. Bisher zahlten sie knapp 230 Euro pro Jahr für ihr Haus. Ab nächstem Jahr dann über 780 Euro, mehr als dreimal so viel. Die beiden machen sich Sorgen. Wir können es noch, aber wenn ich zum Beispiel früher mein Seemannsgrab in Anspruch nehme und meine Frau allein ist, kann sie es nicht mehr halten. Ich kann es dann nicht mehr. Ich habe noch eine Mini-Rente. Ganz andere Stimmung bei den Ögels in Rudow. Statt mehr zahlen sie künftig weniger. Rund 300 Euro Grundsteuer ab kommendem Jahr. Dieses Jahr waren es noch rund 720 Euro. Markus Ögel ist Hausbesitzer und sitzt auch für die CDU in der Neuköllner BVV. Wir waren schon hoch erfreut. Allerdings kam es für uns nicht ganz unerwartet. Wir haben schon damit gerechnet, dass es etwas weniger wird. Dass es jetzt tatsächlich so deutlich weniger wird, damit haben wir allerdings auch nicht gerechnet. Der eine zahlt mehr, der andere weniger. Durch die neue Berechnung gäbe es aber lediglich Verschiebungen, sagt der Finanzsenator. Das Land Berlin wird durch diese Reform nicht mehr Steuern einnehmen, als es vorher eingenommen hat. Das ist sichergestellt. Wir kannten ja so gut wie alle Steuerdaten, als wir den Hebesatz festgelegt haben, als wir die Messzahlen festgelegt haben. Das ist sichergestellt. Der Hebesatz ist ein Faktor, mit dem die Grundsteuer berechnet wird. Und dieser Faktor sinkt ab kommendem Jahr in Berlin von 810 auf 470%. Der Eigentümerverband Haus und Grund glaubt trotzdem nicht, dass Berlin genauso viele Steuern wie vor der Grundsteuerreform einnimmt. Der Verband hat in einer Stichprobe die Daten von rund 200 Mitgliedern in Berlin ausgewertet und kommt zu dem Ergebnis, die allermeisten Eigentümer zahlen jetzt deutlich mehr. Wir haben in den letzten Tagen mehrere hundert Bescheide aus allen Berliner Bezirken analysiert und mit den alten Grundsteuerpreisen verglichen und wir können nur sagen, im Schnitt stellen wir eine Steigerung um 73% bei der Grundsteuererhebung fest. Das Bundesverfassungsgericht hat die Grundsteuerreform verlangt, denn bisher wurde mit sehr alten Grundstückswerten gerechnet. In Ostdeutschland mit Werten von 1935 und in Westdeutschland mit Werten von 1964. Jetzt wurde neu gerechnet. Eingegangen sind viele Faktoren, unter anderem die Lage des Grundstücks. Ist die neue Berechnung fairer? Aus Sicht des Laien finde ich es durchaus fairer, weil es eben aufs Gesamtberliner Gebiet verteilt wird. Jetzt könnte ich mir eher die Frage stellen, warum haben wir 30 Jahre zu viel gezahlt? Wolfgang Hebenstreit will dagegen Widerspruch gegen den Bescheid einlegen. Mir ist durch den Kopf geschossen, was macht der Senat mit dem vielen Geld? Seine Lücken schließen auf Kosten der Berliner? Es wird sich zeigen, ob Berlin wirklich mehr einnimmt durch die neue Grundsteuer. Fest steht, für den Einzelnen ändert sich was. Nach oben oder nach unten. Ja, da sind noch einige Fragen zu klären. Das hoffen wir jetzt mit Jochen Brückmann zu tun vom Der Verband der Grundstückseigentümer und Nutzer. Schönen guten Abend, grüße. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Das ist ja ein komplexes Thema. Nach den ersten Erhebungen muss man sagen, ist die Tendenz ja so, dass die Menschen im Osten mehr zahlen als die im Westen. Das hängt auch mit zusammen, wir haben es ja gehört, mit den Kriterien, mit den Anpassungen, die es im Osten 35 zuletzt gab und im Westen 64. Kann man das tendenziell so sagen? Ja, stimmt nicht ganz. Die Menschen im Ostteil der Stadt zahlen nicht mehr. Sie haben eine wesentlich höhere Erhöhung. Das hängt damit zusammen, dass sie in der Vergangenheit deutlich weniger bezahlt haben. Also mit dieser neuen Berechnungsmethode werden die Grundsteuerzahlen im Ostteil und Westteil der Stadt bei vergleichbaren Grundstücken angepasst. Heißt im Umkehrschluss, in den östlichen Bezirken wird wesentlich mehr bezahlt. Im Westteil der Stadt gibt es oft auch Nachlässe bei der Grundsteuer. Also Sie zahlen dann doch schon mehr, als Sie bisher bezahlt haben, das völlig muss man schon richtig. Sagen. Ja, gibt es denn Bezirke, in denen man jetzt besonders hohe Steigerungen fürchten muss? Ja, das sind sozusagen die guten etablierten Lagen in Mahlsdorf, Biesdorf, Pankow, Köpenick. Das sind Gebiete, in denen auch neu viel gebaut worden ist, seit 2000 insbesondere. Da steigen die Werte besonders stark, die Bodenrichtwerte und dann auch die Werte für die Grundsteuer. Wir fragen sich viele Kleingartenbesitzer, trifft das auch für uns zu? Das ist in Berlin ja rausgenommen worden. Ja. Aber es gibt auch viele Berliner, die haben im Umland eine Datsche, die müssen dann nach den Brandenburger Steuersätzen bezahlen. So ist es. Also es gibt eine schöne Entscheidung in Berlin des Berliner Parlaments, die Kleingärten nicht mehr mit der Grundsteuer zu belegen. Das können wir nur begrüßen. Wenn ich einen Kleingarten oder auch ein Wochenendgrundstück, eine Datsche im Umland habe, dann muss ich gucken, was entscheidet die jeweilige Kommune, wo das ist. Okay. Kommen wir zurück nach Berlin. Das ist ja zum großen Teil eine Mieterstadt. Ja. Wir werden ja die Grundsteuerbescheide oder die Grundsteuer wird ja auf die Mieten umgelegt. Gibt es da Möglichkeiten der Mieter, dass sie dagegen vorgehen oder müssen sie das so hinnehmen? Die Mieter selbst können dagegen sozusagen unmittelbar gegen diese Bescheide nicht vorgehen. Das muss dann der Eigentümer machen. Es
Es kann eine Wohnungsbaugenossenschaft, eine Gesellschaft sein, Privatmann sein. Der Privat, also der Eigentümer des Grundstückes, ist derjenige, der die Grundsteuer zu zahlen hat, und der kann es im Mieterbereich halt auf die Mieter dann umlegen. Und gibt es eine Frist, bis wann er dann den Anspruch eingelegt haben muss? Ja, es ist so, dass in Berlin ja schon vor einiger Zeit Grundsteuerwertbescheide heißen, die verschickt wurden. Das ist eine Definition des Wertes des Grundstückes. Gegen die hätte man eigentlich schon Einspruch einlegen müssen, hatte man damals 4 Wochen Zeit. Jetzt werden Grundsteuermessbescheide, so heißt das, und auch der Hebesatz verschickt und dann die eigentliche Grundsteuerschuld. Jetzt gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit gegen diesen Mess, gegen diese Messzahl, da gibt es so eine Messzahl, gegen die kann man noch Einspruch erheben, 4 Wochen Frist. Es soll ja das Ganze, wir haben es ja gehört, aufkommensneutral sein. Also der Staat darf ja nicht mehr einnehmen oder soll nicht mehr einnehmen. Ja. Hat damals der Olaf Scholz gesagt, hat auch der Finanzsenator aus Berlin gesagt. Wird das so kommen? Ja, das ist tatsächlich für Berlin kommt das so. In anderen Bundesländern ist das nicht durchgängig der Fall. Okay. Für Berlin ist das so geregelt über die Senkung des Hebesatzes und die Regelung über die Steuermesszahlen, dass das Land Berlin tatsächlich nicht mehr in die Kasse bekommen wird am Ende. Was auch gut gelungen ist, wenn ich das mal sagen darf, für Berlin ist, dass man auch geguckt hat, dass das Wohnen oder auch das Gewerbe oder die gemischt genutzten Gebiete, dass sie nicht, auch nicht mehr zahlen jeweils als vorher in der Summe, in der Gruppe. Gut, also die Bescheide trudeln langsam ein. Ja. Bis Ende nächsten Jahres haben wir dann alle und dann werden wir wissen, wo wir am Ende stehen. Danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gern, vielen Dank.